Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Kanal-Update. Heute gibt es drei Punkte auf der Tagesordnung. Zum einen Danksagung, zum anderen zwei Formate, über die ich reden möchte, Commented Collection und Yu-Gi-Oh! Upgrade. Und last but not least möchte ich euch eine Möglichkeit zeigen, mich und meinen Kanal in Zukunft zu unterstützen. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem unangenehmsten Thema. Und zwar, wie könnt ihr meinen Kanal und mich zukünftig unterstützen? Ich denke, wir alle sind intelligent und können eins und eins zusammenzählen und wir wissen wohl alle, worauf das jetzt hinausläuft. Bevor wir das jetzt im Konkreten machen, möchte ich erst einmal kurz ein Wort dazu verlieren, warum ich hier diesen Punkt jetzt überhaupt mal ansprechen möchte. Es war in den vergangenen Jahren schon immer so, dass mir so Sachen wie Patreon nahegelegt wurden, um meine Videos zu finanzieren. Ich wurde so oft in den letzten Jahren gefragt, wie kann man dich unterstützen? Mir wurden auch schon Geldspenden zuteil, zusammengerechnet würde ich sagen so 600 Euro insgesamt, wenn man alles zusammenrechnet. Also nur wirklich Geld, keine Sachwerte. Dann wurden mir natürlich Kartenpakete geschickt und so weiter und so fort. Es gab schon sehr viel Support, aber es gab auch immer die Nachfrage, wie kann ich das machen? So. Und ich habe das immer abgelehnt. Ich habe ihm gesagt, nein, ich möchte nicht mit dem Klingelbeutel durch meine Abonnentschaft gehen, weil ich hasse sowas. Wirklich, ich hasse sowas. Ich habe auch schon damals als Creep-Fan sein Ich brauche euer Geld-Video gepostet, hat gesagt, dass ich sowas wirklich nicht wirklich toll finde. Na, wenn man dann sagt, ja, ich brauche eure Kohle, weil und so, ne? Finde ich nicht geil. Aber es ist halt einfach so gewesen, dass halt viel nachgefragt wurde. Und jetzt habe ich ja vor einigen Wochen mein Comeback gehabt mit dem Rise of the Duelist Opening. Und da hatte ich anfangs ja so ein kleines Statement dazu gegeben, warum ich weg war. Das hing auch an der finanziellen Situation und habe auch direkt über die Zukunft gesprochen. Hier kommt der ausschlaggebende Punkt. Ich habe gesagt, ja, ich kann in Zukunft vor allem also Neuzugänge nur begrenzt machen. Die werden kommen, auch in dem krassen Umfang, wie wir sie bisher kannten. Es wird allerdings wesentlich länger brauchen, die Karten zusammenzutragen. Und Mega-Openings könnt ihr euch erstmal komplett abschminken. Außer ich finde halt ein krasses Schnäppchen. Einfach weil der finanzielle Background nicht gegeben ist. Ich verdiene aktuell nicht mehr so gut und habe natürlich trotzdem noch meine laufenden Kosten, die deswegen ja nicht weniger geworden sind. Daraufhin habe ich jetzt innerhalb der letzten ein, zwei Wochen so einen Ansturm bekommen. Also ich habe Discord, Instagram und E-Mail zusammengerechnet locker 100 Nachrichten bekommen, die sich nur darum drehten, wie kann man dich denn unterstützen. Es waren Leute dabei, die haben gesagt, komm, gib mir dein PayPal, ich möchte dir ein bisschen was geben, ich möchte wieder diese schönen, krassen Mega-Openings haben, so, wo zumindest in einem guten vierstelligen Bereich liegen. Das waren wirklich viele, die das gesagt haben, sie wollen auch das sehen, sie haben mich deswegen abonniert unter anderem und sie wollen den alten, um mal einen Satz zu zitieren aus einem der E-Mails, den alten House of Cards wieder haben. Und deshalb soll ich doch hier mal mein PayPal locker machen oder meine Überweisungsdaten und so weiter. Und die wollen mir dann Fuffi überweisen und so. Und nachdem, es wurden auch andere Fragen gestellt ob man mir irgendwas anderes auch schicken kann, irgendwelche Karten und so. Und ich habe mir gedacht, okay, für die Leute, die mich jetzt wirklich mal unterstützen wollen, weil ich mir ja so lange drum gedruckst habe und so weiter, machen wir es halt. Ich mache jetzt ein Video, wo ich euch auch mal die Möglichkeiten aufzeige, wie man mich unterstützen kann. Und ja, der finanzielle Aspekt ist natürlich gegeben. Wenn man mir einfach 500 Euro auf PayPal schmeißt, ja, dann kann ich halt damit was anfangen. Punkt. Das ist halt so. Logisch. Klar, wer könnte das nicht? Aber ich weiß nicht. Die Sache mit dem Geld ist halt immer, ich finde es halt irgendwie so unangenehm. Wisst ihr? Es ist so ein bisschen, ich weiß nicht. Weil prinzipiell, ich mache doch hier nur mein Hobby. Ich setze mich hier hin, ich zeige euch, was ich habe. Ich gebe euch ein paar Tipps oder sage zumindest meine Meinung bezüglich einiger Dinge für die Leute, die das Yu-Gi-Oh! Hobby als Investment betreiben, in was man investieren könnte so. Und ich versuche innovativ und einzigartig zu sein. Ja, wenn ich ein Opening mache, möchte ich euch, dass euch die Kinnlade runterfällt. Ich möchte das in einem Umfang betreiben, den man innerhalb von Deutschland halt sonst nicht sieht. Und ich denke, das habe ich auch hinbekommen. Also ich kenne keine Openings wie meine auf irgendwelchen anderen deutschen YouTuber-Channeln. Ich kenne auch keine deutschen YouTuber, die Beauty-Shots machen oder so. Es gibt ein paar kleinere, aber das sind auch meine Abonnenten. Also die haben das dann auch nachträglich sich von mir abgekupfert. Das weiß ich auch, weil ich mit denen drüber geredet habe. Und so weiter und so fort. Also das habe ich ja geschafft, dieses Ziel. Nur ist es halt so,
dass halt diese Mega-Openings einfach so nicht finanzierbar sind. Und auch wenn es lieb gemeint ist, ich meine, ihr müsst euch mal angucken. Ich habe damals mindestens einmal im Quartal habe ich so ein Opening gebracht. Ist euch eigentlich klar, wie viel Geld da gespendet werden müsste, damit ich das kontinuierlich weiter produzieren könnte? So, das müssten Gelder, das wären ziemlich teure Videos, also da könnt ihr oft für ins Kino gehen für die Spende, die dann da nötig wäre, pro Monat, um das wirklich kontinuierlich weiterzuführen. So, und ihr habt ja nichts davon im Prinzip, ihr habt halt, okay, klar, ihr bringt mich der Ausstellung näher, davon habt ihr dann vielleicht später mal was, wenn es klappt, wofür es ja keine Garantie gibt. Aber so pauschal, jetzt, in dem Moment, habt ihr ja nicht viel von. Ihr kriegt ein Video und habt Spaß dran. Für eine halbe Stunde. So, ich bekomme auf euren Nacken Karten, die ich mir dann quasi nie selber kaufen muss. Ziemlich wertvolle Karten sogar. Dann kriege ich noch meine 1000, 2000, 3000 Klicks auf die Openings. Die richtigen Mega-Openings werden nämlich richtig heftig geklickt. Das heißt, da kriegt er auch noch ein bisschen Geld über AdSense. Auch wenn es nicht viel ist. So, und lach mir dann ins Fäustchen quasi, oder wie? Ich weiß nicht. Ich finde, das ist unangenehm. Deswegen, wenn mir natürlich jemand sagt, der will mir Geld spenden, okay, ich nehme das an. Ich bin kein Mensch, der das ablehnt. Ich habe es mal versucht, aber ich krieg's nicht hin, weil ich einfach weiß, okay, der bietet mir hier gerade, was weiß ich, 100 Euro an. Davon kann ich mir 70 Magnethalter kaufen oder so. Ja, das ist dann auch immer meine Denke. Oder davon kann ich das nächste Video produzieren. Da kann ich mir 2, 3 neue Karten holen für meine Neuzugänge und so weiter. Deswegen sage ich dann natürlich auch ja, aber das ist halt, ich möchte halt nicht wirklich direkt an die Leute hintreten und sagen, jo, gebt mir euer Geld. Wie unsympathisch macht mich das denn? Das will ich nicht. Ich möchte ja mich mit euch vertragen. Ich möchte euch ja eigentlich auch was bieten können. Und ich denke, es ist halt nicht besonders hilfreich, den Bettler zu machen, wenn man so möchte. Womit man mich auch sehr gut unterstützen kann. Wirklich, da freue ich mich wie Wolle. Karten. Ich habe das letzte Jahr komplett verpasst. Ich habe mittlerweile so um die 3000 Karten bekommen, hauptsächlich Cummins, aus so Sets wie zum Beispiel Pote, ist glaube ich P-O-T-E, das Kürzel, oder auch Brothers of Legend, wobei das glaube ich keine Cummins waren, das waren Holos, aber mehr auch nicht. Ne? So, dann natürlich noch ein paar hundert Holos, klar, irgendwelche Structure Deck Holos und so weiter, aber ansonsten habe ich nichts aus dem letzten Jahr bekommen, gar nichts, ich habe nichts gekauft, war einfach nicht möglich. Und wenn da jemand zum Beispiel Bulk zu Hause hat, der wirklich nur rumliegt, wo man auch nicht viel Geld mitmachen kann, wenn man es verkauft, dann lass das ein Karton mit Cummins sein, vielleicht ein paar Super Rares, die gut erhalten sind, aus den aktuellen Mainsets, die ja auch nichts wert sind, so, wenn man mir das zuschickt, ich freue mich. Ich bin glücklich, das hilft mir weiter. So kann ich zumindest die Billigbestände aufstocken der ganzen Sets aus dem letzten Jahr und muss mir dann halt den teuren Scheiß nach und nach zukaufen. Na, zum Beispiel die ganzen Starlight Rares und sowas. Sowas, das hilft mir auch. So, man muss mir nicht, keine Ahnung, wie viel zahlen. So, das muss nicht sein. Das würde auch helfen. Oder, auch ganz cool, hat der Felix mal gemacht, aber auf eine ziemlich übertriebene Art und Weise, der hat mir 300 Päckchen an Ultra Pro Hüllen, glaube ich, geholt. So, sowas, so Zubehör, das wird auch gehen. So, diese Acrylcases von Doc's Magic, 35 PT. Oder diese Hüllen halt, vorne glossy, hinten schwarz und nichts drauf. So, das würde mir auch helfen. Das sind auch immense Kosten, die ich mir dann dadurch spare, wenn ihr sowas rumliegen habt, wenn ihr sowas holen wollt. So, das wäre auch eine Möglichkeit, mir zu helfen. Aber alles in allem, ich mache auf jeden Fall kein Patreon, sage ich euch ganz ehrlich. Deswegen, ich würde euch keine Hoffnungen machen, wenn ihr sagt, wollt mir was geben. Ist das in Ordnung? In der Videobeschreibung ist meine E-Mail. Schreibt mir, was ihr mir geben wollt. Aber ihr bekommt eine Erwähnung im Video. Ihr bekommt, wenn es eine Kartenspende ist, wo auch was dabei ist, das sich zu zeigen lohnt, sage ich mal. Eine Cummins-Box mache ich natürlich nicht im Video auf, weil es interessiert von meinen Abonnenten einfach keinen. Dann bekommt ihr sogar euer eigenes Video. Und ihr bekommt natürlich ein sehr aufrichtiges Dankeschön von mir, aber ich werde kein Patreon machen. Ich werde nicht irgendein Zahlungsziel erreichen und dann werde ich mir einen Dark Crisis Booster Display holen, das aufcracken und dann die Booster daraus verteilen. Das werde ich nicht machen, Leute. Das werde ich auf gar keinen Fall machen. Weil ich einfach zu faul auch dafür bin, sage ich euch ganz ehrlich. Und es ist mir auch ein bisschen zu blöd. Also das müsst ihr auf jeden Fall wissen. Also wie gesagt, wenn ihr irgendeine Unterstützung irgendwelcher Art machen möchtet, dann schreibt das mir per E-Mail oder auch per Instagram, das geht natürlich auch, findet ihr auch in der Videobeschreibung und dann kann man drüber reden. Ne? So,
Jetzt als nächstes noch eine Sache zu entsprechenden Formaten. Es gibt zwei Formate, Commented Collection und Yu-Gi-Oh! Upgrade. Das sind zwei Formate, die sehr von euch abhängen und die sehr beliebt sind. Weil ich ein Jahr weg war, denke ich, müsst euch mal daran erinnern. Yu-Gi-Oh! Also Commented Collection ist ein Videoformat. Sorry, dass ich zurzeit die ganze Zeit sage und so ein bisschen über meine Zunge stolper, weil es ist schon spät nachts. Wo war ich jetzt? Achso, genau. Commented Collection ist ein Format, wo ich eure Sammlungen vorstelle oder ihr auch selber. Das heißt, ihr braucht eine anständige Kameraqualität, so in etwa wie meine. Es geht auch ein bisschen schlechter, aber bitte keine Kartoffelcam. Und wenn ihr dann eine Collection habt, die ihr zeigen wollt, ist egal, ob das jetzt eine krasse Collection ist oder nicht, dann macht das. Dann habt ihr die Möglichkeit, ihr ladet dieses Video hoch, also ihr macht das Video, ihr ladet es auf eurem eigenen Channel auf nicht gelistet hoch, schickt mir den Link, ich lade es runter, mach das Intro und das Outro oder nur das Intro. Und dann habt ihr die Möglichkeit zu entscheiden, wollt ihr, dass ich euer Video, also ich eure Sammlung kommentiere, oder wollt ihr eure Sammlung selbst vorstellen und dann laden wir das hoch. Ist für mich kaum Aufwand, also außer ich muss es kommentieren, dann schon. Und es macht wirklich den Zuschauern einen Heidenspaß. Die Leute lieben dieses Format. Ich habe so viel gutes Feedback dafür bekommen. Oder Yu-Gi-Oh! Upgrade. Schaut mal in die Playlist Yu-Gi-Oh! Upgrade Einführung. Dort zeige ich euch, wie das Format funktioniert. Ich denke, das jetzt hier nochmal im Detail zu erklären, das hat damals ein eigenes Video dafür gebraucht, wäre ein bisschen zu viel des Guten. Und zum Thema Yu-Gi-Oh! Upgrade möchte ich auch noch was sagen. Ich habe übers letzte Jahr ein einziges Video produziert, und zwar vom lieben Vince. Der hat mir eine Sammlung zugeschickt, wo ich ein Upgrade-Video zu machen sollte. Das hängt aber immer noch in meinem Zweitrechner drin. Der hat ja einen Bootloop. Ich bin da immer noch nicht rangekommen. Tut mir leid, dass das so lang braucht, Vince. Ich hoffe wirklich, ich kann das Video behalten und verliere es nicht. Wäre echt schade. Ist nämlich ein echt schönes Video geworden. Nur an der Stelle, falls du dich fragst, wo das Video bleibt. So, das sind diese beiden Dinge. Also wirklich, wenn ihr da euch nochmal durchguckt vielleicht und Bock habt, so ein bisschen mitmachen wollt, wäre cool, weil dann könnte ich auch mal ein bisschen mehr bringen als nur Sammelkartenchecks und Openings oder Investment Talks. Das wäre schon mal wieder ganz nice. Zu guter Letzt wollte ich euch mal Danke sagen. Zum einen danke für den ganzen Support, den ich über die Jahre bekommen habe. Es war ja über wirklich mehrere Jahre so, dass ich sehr, sehr viele Leute hatte, die mich mit Karten und so weiter supportet hatten. Jetzt neulich auch der gute Thomas wieder mit einem Riesenkarton mit auch 3000 Karten drin oder so. Danke, danke, danke dafür. Aber auch ganz, ganz besonders damit, dass ihr mir so treu geblieben seid, weil ich bin ja wirklich verschwunden. Ich habe ja keinen Tschüss oder so gesagt. Ich war einfach ein Jahr lang weg und jetzt bin ich wieder da. Von Anfang an waren die Klickzahlen unverändert immer noch die gleichen wie vorher. Ich habe kaum Abos verloren. Die kann man an zwei Händen abzählen. Ich habe keinen Hate Speech oder so bekommen. Ihr habt nach mir gefragt in den Kommentaren, wo ich bleibe und so. Das habe ich lange Zeit nicht gesehen, weil ich noch einen anderen, so eine Art Gaming-Channel für Mac Arena betrieben habe, wo ich dann eine Weile lang relativ aktiv war und da war ich halt auf House of Cards gar nicht eingeloggt und habe das gar nicht gesehen. Das habe ich alles erst kurz vor meinem Comeback dann wieder mitbekommen, die ganzen Kommentare und so. Und das hat mich schon so ein bisschen gerührt, muss ich sagen. Das hat mich echt umgeworfen, sage ich mal. Wie heftig krass ihr eigentlich noch da seid und euch auch teilweise Sorgen gemacht habt und wie menschlich ihr eigentlich gegenüber mir als Konsumprodukt, ich verkaufe mich ja quasi auch irgendwie auf YouTube so als Produkt, das man konsumieren kann, wenn man so möchte, wie sehr ihr euch da doch Gedanken um mich gemacht habt und wie sehr ihr da wart, trotzdem ich weg war, und da möchte ich einfach mal Danke sagen. Und vor allen Dingen, ja, wie die Freude groß war, als ich wieder da war. Also ich habe gar nicht so, ich habe gedacht, ich komme wieder und alle sind weg. Oder ich krieg so, hey, wo warst du? Was fällt dir ein so? Aber nee, wirklich, war ganz, ganz große Klasse. Also ich fühle mich so, als wäre ich nie weg gewesen. Vielen Dank dafür, Leute, wollte ich euch nochmal sagen. Ja, das soll es aber auch wieder gewesen sein mit dem kleinen Kanal-Update für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe mich jetzt mit dem ersten Punkt nicht allzu unbeliebt gemacht. Wir sehen uns zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.